Hallo, willkommen zum nächsten Video. Heute geht es darum, den Vergrößerungsbereich immer scharf zu sehen. Das heißt, ihr habt euch den Arbeitsabstand einmal eingestellt beim Mikroskop, dann zoomt ihr rein, also größere Vergrößerung. Ihr müsst normalerweise dann wieder scharf stellen. Und wenn ihr dann wieder raus wollt, nur ein bisschen mit der Vergrößerung, müsst ihr wieder scharf stellen. Und so weiter. Das müsst ihr eigentlich gar nicht. Ihr stellt euch das einmal so ein, dass es passt. Für die kleinste Vergrößerung bis zur größten Vergrößerung und wieder zurück. Dann habt ihr immer ein scharfes Bild. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Grundvoraussetzung, die Okulare hier müssen auf 0 sein, die Dioptrieneinstellung. Beim Zeiss habt ihr hier vorne am Okular einen weißen Punkt. Das ist unsere Nullmarkierung, die muss hier oben, ich blende euch jetzt mal ein Fenster ein, da muss die 0 fluchten mit dem weißen Punkt. Und hier unten, hier drüben auch. Wenn ihr das habt, ist die Grundeinstellung getätigt. Dann stellt ihr euch natürlich euren Arbeitsabstand einmal ein. In dem Fall, hier habe ich jetzt einen Schwenkarm, der ist jetzt schon eingestellt. Meistens arbeitet ihr ja mit diesem Double Boom Stand. Da habt ihr dann auch schon voreingestellt. Der muss passen und den dürft ihr jetzt auch nicht mehr verändern. Denn sobald der verändert ist, müsst ihr diese Einstellung wiederholen, damit alles passt. So. Was noch Grundvoraussetzung ist, dass euer Augenabstand passt. Ja, dieses Zusammenziehen und Auseinanderziehen der Tubusse hier, so lange bis ihr ein kreisrundes Bild seht, das muss natürlich auch passen. Und wenn ihr so weit seid, können wir starten. Wir stellen jetzt das Mikroskop einmal auf die kleinste Vergrößerung, das wäre jetzt hier die 0,8 beim Zeiss. Und schauen mal, ob wir da jetzt ein einigermaßen scharfes Bild bekommen. Wenn wir das haben, also wenn wir jetzt kein scharfes Bild haben, drehen wir uns den Zoom-Bereich so weit, bis wir ein scharfes Bild haben. Dann zoomen wir einmal komplett rein, also auf die größte Vergrößerung. Was passiert jetzt? Es wird total unscharf. Wir nehmen jetzt nochmal das Zoomrad zur Hilfe und stellen uns das scharf ein. So, so gut es geht, scharf einstellen. Dann zoomen wir wieder komplett raus auf die kleinste Vergrößerung. Und wenn es jetzt wieder unscharf ist, nehmen wir die Dioptrieneinstellung. Und zwar machen wir jetzt mal mit dem rechten Auge fangen wir an. Wir machen das rechte Auge auf, das linke Auge kneifen wir zu und verstellen uns das Okular, die Dioptrieneinstellung, so lange, bis wir ein scharfes Bild bekommen. Wenn wir das haben, machen wir das Ganze mit dem linken Auge auf und das rechte zu und stellen uns hier auch das Okular so lange ein, bis wir sehen, okay, hier ist auch scharf. Das müsst ihr ein paar Mal wiederholen vielleicht, weil irgendwann gewöhnt sich das Auge an den Fokus und dann kann er richtig sein, kann aber auch falsch sein. Immer mal wieder rechtes Auge auf, linkes zu, nochmal versuchen besser einzustellen. Wenn ihr seht, okay, geht nicht besser, dann das linke Auge wieder aufs rechte zu, nochmal einstellen, bis ihr denkt, okay, alles klar, beide Augen sind jetzt gleich scharf. Dann Finger weg vom Zoom, Finger weg vom Fokus, wir arbeiten nur noch mit dem Zoom, also nur noch mit der Vergrößerung. Wir vergrößern nochmal ganz rein und sehen, okay, passt, wunderbar. Fokussieren nochmal ganz raus, zoomen nochmal ganz raus, Entschuldigung. Denn auch es passt, sollte es nicht passen, zoomen wir nochmal ganz rein, stellen da nochmal unseren Fokus nach, gut, es eben geht, dann nochmal ganz raus, dann verstellt sich wahrscheinlich der scharfe Bereich bei euch nochmal und dann nochmal mit den Okularen ein Auge zukneifen, das andere auf und den Dioptrienwert verstellen, im anderen Auge auch und wenn das dann passt, habt ihr ein immer gleich scharfes Bild über den kompletten Vergrößerungsbereich. Und bei mir ist das jetzt bei der Kamera auch genau dasselbe. Das heißt, ihr müsst gar nicht mehr nachdenken, ihr zoomt einfach rein oder raus und ihr habt immer ein scharfes Bild. Das soll es gewesen sein mit dem Quick-Tipp. Ich wünsche euch viel Spaß beim Einstellen und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Bis dann. Ciao.